haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kumpel. Imran Sakaev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz Ohr. Ganz der Papa. Sakaevs Sohn, Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamarov weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakaev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Okay, ich finde es gerade trotzdem ein bisschen komisch, warum ich ein Scharfschutzgewehr habe und eine Pistole als Sekundärwaffe. Ich habe immer eine Pistole, anstatt irgendwie noch ein zweites Maschinengewehr, das mir näher zu drücken. Anscheinend sollte ich die. Sichern Sie den Turm jetzt. Los, los, los! Feuer! Turm ist sicher. Haben wir noch mehr? Ich geb die gleich an, ich schieße dir gleich deine Schuhe kaputt, Alter. Musst du wieder neue kaufen. Bam. 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 Geht das gerade ein bisschen easy? Also, gerade habe ich sehr gut getroffen. Muss ich sagen. Also, das war schon sehr geil. Alter, Noscope auf dem Fernseher. Ich brauche Ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakaevs Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Befehl dazu gebe. Wo ist er denn? Wo ist denn Price? Ich suche den gerade. Kein Plan, wo der hin ist. Oder? Doch, da. Wichser. Nee. Sir, ich habe das Ziel im dritten Mann im Visier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden, alle Teams bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem BMP. Wir müssen ihn lieben kriegen, also Vorsicht beim Feuer. Warn. Warn. Ausräuchern. So, seine Unterstützung ist tot, es ist nur noch er hier drin im Wagen. Bam, 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 bam. Ich darf den nicht erschießen, das ist blöd. Wir haben eigentlich, glaube ich, schon beinahe alle an, ne? Und er fährt weg. Ne, ist ja natürlich logisch. Und da wir ihn nicht erschießen dürfen. Mutte! Wo ist er hin? Bin ich richtig? Ja, ja, ich bin richtig. Wo hat er die Hütte her? Ey, ich kann gerade nicht schneller rennen. Wie ich mal ganz kurz gesagt habe. Und natürlich. Da rennt er zu seinen Verbündeten. Und jetzt bleibt er stehen und schießt auf mich. Dankeschön.
Kann ich nicht einfach ins Bein schießen? Jetzt mal ganz ehrlich, kann ich nicht einfach ins Bein schießen? Ganz kurz. Und bam, dann bleibt er liegen. Das wäre sehr nett. Aber leider darf ich das nicht. Jetzt ganz ehrlich, ins Bein schießen wäre doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich bin näher dran, als ich eigentlich ran wollte. Genau wie mit der Granate gerade. So, Verbündete auf 6 Uhr. So. Ich darf natürlich nicht den Typen Jogginganzug töten, der da hinten steht. Und er steht mitten in der Straße, weil er denkt, weil wir ihn nicht töten dürfen, hat er jetzt die Mega-Balls. Er braucht keine Deckung. Ich fass es nicht. Ich würde ihn am liebsten jetzt echt die Kniescheibe wegschießen. Ich weiß, das klingt gerade ziemlich aggressiv, aber das ist einfach so. Weil der Typ denkt jetzt, er hat jetzt Oberballs, weil er hier mitten im Gang stehen bleiben kann. Aber jetzt rennt er weg, ne? Jetzt rennt er weg, oder was? Kleiner Pisser. Weg damit. Bin da. Zahlreiche Feinde auf der anderen Seite dieses Zauns. Da! Wir haben. Feindliche Einheit, erster Stock rechts. Was geht? Jawohl, du hast ihn. Ich find's komisch. Manchmal ist das Spiel richtig schön easy. Aber manchmal ist es richtig arschig. Da kriegst du einfach so viele Gegner, das ist einfach unmöglich beinahe. Und hier kriegst du jetzt einfach einen nach dem anderen. Du kannst hier schön alles von oben niederschießen. Die haben keine Deckung, du kannst einfach nur drauf rotzen, fertig. Mal gucken, ist hier wohl wieder ein Teddy? Nein, diesmal ist kein Teddy hier. Bewegung auf den Dächern. Einer ist hinter der umgekippten Messer. Sich Verbündete auf der linken Seite. Na, die mit ihren Amerikanski. Die sind die ganze Zeit nur Amerikanski. Jetzt geht's ab hier. Hier frisst eine Granate, Junge. Ich würde mal sagen, nehmen wir eine andere Waffe mit, weil die ist jetzt sowieso leer. Wollen wir eine AK? Das ist eigentlich scheißegal, wir nehmen erstmal die Waffe. Ach du Scheiße. Was zum? Was? Was? Das Ding? Das Ding holt uns beinahe instant. Nein, da geht nicht in Deckung. Und? Jetzt kann ich rennen. Das war er. Tut mir leid, ich habe gerade seinen Trainingsanzug von Nike nicht erkannt. Ihr habt ihn gerade nicht erkannt. So, um die Zeit zu überbrücken, lade ich mal schnell nach. Na, Kugeln rein. Alles fertig. Schön, schön. So. Okay, alle Ziele ausgeschaltet. Kann weitergehen. So, der ist tot. Hier bewegt sich im nordöstlichen Teil des Gebäudes erster Stock. Ich muss hier echt aufpassen, was ich schieße. Ich habe gerade 4 Typen niedergemäht. Und ich bin froh, dass es nicht der Typ war mit dem Jogginganzug. Scheiße. Was? Schon wieder so eine Scheiße? Schon wieder? Ich hasse so eine Dinger, die einen einfach instant wegholen, wenn man da lang geht. Moment, ich hab diese Typen. Und wir warten, und er ist tot. Und wohin? Bin ich richtig?
Ja, ID positiv. Das Ziel ist auf dem Dach. Er gehört dir. Okay. Sieht schon recht schön aus hier draußen. Runter mit der Scheißwaffe! Runter! Und ich renne gerade ziemlich langsam. Ich kann ihm ins Bein schießen, Sir. Nein, nicht schießen! Das Risiko ist zu hoch! So, nehmen Sie die Waffe und halten Sie ihn auf. Runter damit! Es gibt kein Entkommen! Zu früh, Foto! Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseplate, hier Bravo 6. Sakajews Sohn ist tot. Wir kommen nach Hause. Ach, Scheiße. Sein Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es. Ich kenne den Mann. Er wird es nicht unbeantwortet lassen. Verschwinden wir.